So, eine wunderschöne gute Abend, mein Lieber. Oft willkommst du mal ein neues Video von mir und dem Jahr. Und heute ist ja nämlich Samstag. Wir haben jetzt 23:51 ist. Und ja, es ist wieder mal passiert. Das heißt, wieder neues Leaks zu GTA 6. Das heißt, GTA News und Leaks, also auf Twitter, da hat nämlich wieder geschrieben. Also, da hat nämlich geschrieben, wir nähern uns an einer. Wir nähern uns an einen angekündigt. Und ja, und ja, so sieht es aus bei Twitter. Also es ist schon 23:51 Uhr. Und ja, falls ihr nämlich das Video, nämlich schon, falls ihr das Video, also morgen ist ja schon Sonntag, und falls ihr nämlich das Video schon seht, das heißt, entweder morgens, mittags oder abends, falls ihr jetzt gerade das Video seht, das heißt, und GTA 6 bekommen wir demnächst eine Antikunde. Wir wissen zwar noch nicht, wann GTA 6 angekündigt wird, offiziell. Und das heißt, es kann natürlich auch sein, dass wieder im Herbst wieder passiert. Es kann wieder der Herbst wieder, wahrscheinlich gegen so September, Oktober. Und bei Jan 2205, da nämlich auch der 2. Januar, nämlich auf der Twitter gepostet, dass das GTA 6 früheste in der Entwicklung ist. Und es kann sein, dass da, ist aber Januar, es kann sein, dass erst 1 Monat, 2, 3, es kann ja erst wieder Mai passieren, es kann ja erst Juni passieren, weil die Antikunde kommt immer 4 bis 5 Monate, das heißt, es könnte sein, dass die Antikunde-Wahrscheinlichkeit erst wieder. Es kann erst wieder im Mai passieren, es kann erst wieder im Juni passieren. Oder es könnte sein, dass GTA 6 bald ankündigt. Es könnte auch sein, dass GTA 6 schon bald ankündigt wird. Und ich hoffe nicht, dass GTA 6 noch dies Jahr ankündigt wird und mit einem Trailer offiziell. Und wahrscheinlich wird GTA 6 erst 2022 angekündigt. Oder wann GTA 6 rauskommt, es könnte auch sein, weil immer Spiele von Rockstar gibt, die erscheint immer in 2 Jahren. Das heißt, mein letztes Projekt war Red Dead Redemption 2. Es ist schon 5 Jahre her. Jetzt haben wir schon 2021. 2016 war die letzte neue Spiele angekündigt. Und zwar Red Dead Redemption 2. Und ja, das ist schon fast 3 Jahre her, ist aber 2021, seit 2018, als damals Red Dead Redemption 2 rauskam. Und ja, dann hat Rockstar Games auch im Juni letztes Jahr bestätigt, dass GTA 5 für die erweitere für die PlayStation und Xbox Series X und S, die jetzt in diesem Jahr 2021 erscheinen wird, also in diesem Jahr im Sommer, in der zweiten Jahreshälfte, also im zweiten Halbjahr. Und es könnte auch sein, dass GTA 6 wahrscheinlich auch dieser mal angekündigt wird. Oder Wahrscheinlichkeit, es kann ja sogar erst wieder im März wieder passieren. Damals ist da, ich glaube, vier Leaks. Ich glaube, erst es geht, dass die Wahrscheinlichkeit erst im April veröffentlicht wird. Es kann sein, dass er nein nicht veröffentlicht, ich meine eine Antikündigung. Es könnte auch sein, dass GTA 6 Wahrscheinlichkeit im April doch anzukündigen oder Wahrscheinlichkeit erst im Juli, wenn nicht sogar erst wieder im September oder Oktober ungefähr. Wahrscheinlich dieser Herbst wieder, wahrscheinlich ist er unwahrscheinlich. Und ich glaube, dass GTA 6 wahrscheinlich doch, es kann sein, dass erst im März wieder passiert, es kann sein, dass erst wieder im April passiert, es kann sein, dass erst im Juni passiert, es kann sein, dass erst im Herbst passiert, da kann es sein, wahrscheinlich erst geht es aus September, Oktober kann es passieren, aber ich wiederhole wieder nochmal und das heißt, wir werden uns bald sehen, ist der neue Ankündigung und normalerweise. Das GTA 6 ist Entwicklung. Das heißt, das ankündigt wahrscheinlich erst 2020. Eigentlich hätte GTA 6 schon letztes Jahr angekündigt. Da wäre der Release-Termin erst 2022, eigentlich nächstes Jahr. Und es könnte auch sein, dass GTA 6 schon diese Ankündigung
2021 und mit der Release-Termin erst 2023. Und das freue ich mich natürlich bis sehr. Und wir nähern uns an eine Ankündigung. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wann Roster Games es bestätigt hat. Das kommt auch hier auf meinen YouTube-Kanal. Und dann werden wir dann demnächst auch hier auf unserem YouTube-Kanal Lukas Vlogs bald einen GTA-Test angekündigt von Roster Games offiziell und mein Trailer. Und ja, das war es natürlich auch bei Lukas Vlogs. Falls es dir gefallen hat, gib es einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonniere meinen Kanal. Abonniert meinen Kanal, ist immer kostenlos. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, könnt ihr mich gerne auf Instagram folgen. Da ist natürlich Nafi Lukas. Und auf Facebook Lukas Nafi Luki. Und auf TikTok @LukasNafi4. Und ja. Und dann abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr auch nicht auch das, dann ver verpasst ihr nicht auch nicht das Thema GTA Online, GTA 6 News, GTA Online zu neuen DLCs, Vlogs und vieles mehr. Und ja, so, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder falls ihr das Video seht, oder einen schönen guten Nacht oder einen schönen Tag. Und ja, wie ist das dann? Bis zum nächsten Video und ein schönes Wochenende. Wahrscheinlich sehen wir uns beim nächsten Videos wieder. Und ja, und dann also dann tschüss, ihr Lieben.